Kommasammlung ist... Nein. Ich habe meine Telefonkarten in der Spüle, aber meine Kommas nicht. Was sagt ihr? Wofür bist du? Komm mal her. Ihr wart doch schon dran. Okay, alles klar. Also ich vermute jetzt mal Code Leaks von Quotation Marks. Codes. Die werden andersrum? Keine Kommunikation. Keine Kommunikation hier. Was passiert denn da? Drop. Komma drop. Müssten mehr sein, ja. Ja, wenn es nur Tropfen würde, dann wäre es ja unten nichts drin. Ich hab die schon eine Idee. Okay, dann machen wir mal einen Hinweis. Hinweis? Ja, das mit Programmierung okay, haben wir schon verstanden. Okay, ist klar. Okay, weiter. Datentyp, was gibt's denn da? Semantikfehler. Flow? Fließkomma. Ja, Fließkomma. Richtig. Fließkomma. Sehr schön. Wunderbar. Kompliment. Ja. Wir kennen jetzt schon meine Wohnungstür, deinen Keller und deine Spüle. Oh Gott, sie werden uns auf Google Maps eintragen. Team A. Das sollst du rausbekommen. Stabantenne. Zugegeben lassen, das ist sehr schwer. Laser? Ah, Laserlink. Nein. Laser-Chain. Oh, das ist aber verpixelt. Ist er? Das ist doch so ein Hundehalsband mit sowas dran, ne? Ja, aber es ist kein Hund. Der Beamer kann kein Anti-Aliasing. Nee. Okay, aber Team A, was seht ihr denn? Keine Hinweise? Den Laser, eine Kette, eine Leine, irgendwie. Ich sehe da schon Feixen. Weiß jemand? Da ist doch dein Laserpunkt. Na dann, es wird schwerer. Kette, Kettenzeiger, Zeigerpointer, Kettenpointer, Chainpointer. Also Pointer ist ja schon mal prima, ne? Pointer. Richtig. Ein Dangling Pointer. Lass mal das Bild so lange stehen, bis wir auch die jetzt noch erklären, ne? Dass man dann noch mal. Ein hängender Zeiger. Ein hängender Zeiger auf Deutsch, genau. Ein noch für Team B und wir kommen jetzt zur Mittelkategorie. Mittel, genau. Genau, also wilde Zeiger, die irgendwo. Jetzt geht's los. Okay, Package Team B, ihr seid dran. Package-Loss. Package-Loss, ja. Natürlich. Warum haben wir das eigentlich beim... Naja. Package-Loss, wunderbar. Sehr schön. Okay. Arme? Keine Arme? Schön zu sehen, wie man denkt, so. Zwei, drei, neun, 64. Ist gut, das ist echt gut. Platzen gleich. Das ist einfach nur lustig. Nee. Ja. Mäh. Ihr wisst nichts. Gar nicht um die Zeit. Ne, wir machen jetzt immer zur Hälfte, weil das Publikum so ungeduldig mit euch ist. Nichts war falsch. Okay, was sagt ihr? Ich würde mal sagen, das ist Ubuntu. Ubuntu! Wunderbar, sehr schön. Das war sehr schnell. Zu so später Stunde. Fit. So, weiter geht's. Team B, ihr seid dran. Also, sind schon Arme? Die Datenschleuder, richtig. Oh, das ging aber schnell. Das ging schnell. Geht das Mikro? Was war's? Hallo, jetzt? Hallo? Okay, genau. Alles klar, wunderbar. Also, was war's jetzt? Die Datenschleuder. Die Datenschleuder war das. Also ein USB-Stick auf dem Katschi. Das war eigentlich eine Schere. Naja. Okay, später. Team A, los. Arme. Flying Calculator. Wir haben die schwierigere Variante genommen, das darzustellen. Drop Calculation. Was das so sein könnte. Komisch. Ich bin gespannt. Ich auch. Irgendwelche Ideen im Publikum?
Skynet, ja, fast. Huch. Wisst ihr was? Skynet? Das geht. Skynet. Cloud Computing. Richtig. Cloud Computing. Woo, schön. Wunderbar. Wunderbar. Aber wenn da irgendwie P wäre als Skype, wäre auch okay. Ja, wir hatten ja erst sowas mit Wolken und Plus und Eins und es wäre aber zu einfach gewesen. Genau. Einfach. Ja, ja. Wir hätten ja On the Fly Computing geraten, aber... Ach so, Flight? On the Fly. On the fly. Obwohl es logisch ist, dass man On the Fly calculated, ne? Und ich das... Oder Final Fantasy VII Cloud Computing. Okay, egal. Weiter. Okay, ihr seid... Sind schon Hände zu sehen? Weizenbaum. Weizenbaum. Das ist richtig. Richtig. Ja, Weizenbaum. Wunderschön. Hm? Weizenbaum, Josef Weizenbaum, der hat zum Beispiel geschrieben, die Macht der Computer und die Unmacht der Vernunft. Sehr schönes Buch. Ihr wolltet ja nur testen, ob das auch geschafft hat. Und Eliza, richtig, das hat er auch geschrieben. Genau. Gut, weiter geht's. Ich sehe schon die ersten Augen, die nach unten klappen. Alles klar, und weiter. Okay, Team A. Sandbox. Sieht man es da oben besser? Also das hast du wirklich nicht schön gemalt. Sandboxing. Tut mir leid. What the fuck? Was ist das? Also der Körper sieht nicht mit Absicht aus wie eine Niere, über die ein Auto gefahren ist. Der steht in der Wüste. Ja, also das soll ein Tisch sein. Desert, Table, Sandtable. Ich geb mal 3/64. Nein, nein. Lookup, Table. Oh. Ich habe mich entschieden, ach so. Mehr. Ach so, ich dachte, hast du keine? Ne, Distributed Hash Table. Okay, was sagt ihr? Lookup, Table. So ähnlich. Table Lookup. Das ist schon ziemlich gut, aber. Ja, so Knubbel, 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 Table. Das sind so Spuren und der guckt. Ja, Tracing Lookup Table oder guck sowas. Guck dir woanders hin. Ja, okay, Far Away Lookup Table. Ein interessantes Konzept. Ich finde das eigentlich schon... Wollen wir das geben? Ja. Das geben wir. Okay. Also es war eigentlich... Table Look Ahead. Oder Look Ahead Table. Look ahead. Also vom Compilerbau. Compilerbau, genau. Oder von also wir geben mal jetzt richtig. Ja, gegebenermaßen was. Weil das Bild so scheiße gemalt hat. Ja, das ja. Das wollen wir beim nächsten Mal besser gezeichnet sehen. Das große Mühlenmalen. Das wollen wir das nächste Mal besser gezeichnet sehen. Ja. Die Zeit. Wir machen mal weiter. Okay. Arme. Frontside-Pass? Wunderbar, Frontside-Bus, genau. Sehr schön. Es war erstaunlich einfach, ein Bild davon zu finden. Komisch. Okay, weiter geht's. 4096. Ich glaube, das ist im puerto-ricanischen Chaos. Mach mal. Blackbox. Blackbox-Test. Blackbox-Testing. Das ging fix und war richtig. Richtig. Blackbox-Testing. Der war zu lahm wahrscheinlich. Ja, ein bisschen zu lahm. Machen wir mal mit Blau weiter. Team Blau? Da gibt es einige Arme, die sind mal ganz ja, schnell. Ja, was mit Shell? Kommt hier. Shell Policy? Shell Policy? Shell Police? Police Shell. Secure Shell. SSH. Ja, SSH Secure Shell. Wunderbar. Sehr schön. Ja. Wir werden alle besser. Und die Runde geht schnell, ne? Sicherer, genau. Ich muss mal was trinken. Die wollen dann ihren Marta oder so. Gut, wir können ja schon mal eine Zeit hier geben. Ups. Ja, wir zählen mal im Kopf weiter. 2, 3, 4. Disruption? 5. Er hat zweimal gedrückt, er hat keine Ahnung von dem Programm. Dumm. Also was man.